Viel Spaß beim Heimspiel, das Fanmagazin. Und damit herzlich willkommen zur 81. Sendung. Hallo. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zur 81. Sendung von Heimspiel, das Fanmagazin, beziehungsweise von Sportpunkt. Ja, noch heißen wir Sportpunkt, aber unterstützt vom Sportbuzzer. Ja, sehr schön, schön, dass ihr da seid. Hallo Robert, dass du auch da bist. Hallo, frohes neues Jahr nachträglich. Irgendwie sowieso. Heute haben wir natürlich ganz viel vorbereitet. Vor allem haben wir einen Gast da, auf den haben wir uns wirklich lange, lange gefreut. Es war wahnsinnig schwierig, ihn zu bekommen. Und wir finden es schön, dass er da ist. Benjamin Kirsten, der Torhüter von Lok Leipzig. Hallo Benjamin. Hallo Benny. Ja, wir haben natürlich auch noch einige Dinge vom Eishockey zum Beispiel. Von den Eisfighters haben wir die Tore und sogar von den Saale Bulls, vom Saale Bulls TV haben wir bekommen. Nicht schlecht, wir haben natürlich noch viel mehr. Wir haben O-Töne von Lok gegen Cottbus, Grimma, die Tore vom Testspiel gegen Bautzen und noch viele andere tolle Sachen. Also es lohnt sich, hier dabei zu sein heute, ja. Live. Definitiv. Und noch den Rückblick und den Ausblick zum Wochenende. Also Rückblick vom Wochenende, Ausblick zum, zum Wochenende. Aber bevor wir einsteigen, wollen wir euch einfach mal erklären, warum es ausgerechnet jetzt die Situation gibt, dass wir mit dem Sportbuzzer zusammenarbeiten. Und da haben wir Arne Frank getroffen. Das ist der Geschäftsführer der Leipzig Media GmbH. Und schaut mal rein. Hallo liebe Sportfreunde, wir sitzen jetzt gerade bei der LVZ hier in Leipzig und neben mir sitzt der Geschäftsführer der Leipzig Media GmbH, Arne Frank. Und wie ihr wisst, werden wir ab 11. Februar gemeinsam mit euch zusammenarbeiten. Erstmal vielen Dank, Arne, dass das funktioniert hat. Aber was war für euch der Beweggrund? Naja, klassischerweise haben wir als Tageszeitung vornehmlich ja unsere Kernkompetenz im Printbereich. Haben natürlich über unseren Sportbuzzer inzwischen auch riesengroße Reichweiten, dass wir über 1 Million User auf unseren Seiten haben, mit über 3,5 Millionen Seitenaufrufen. Aber das ganze Thema Bewegtbild, das ist schon ein Thema, was ihr, glaube ich, sehr, sehr gut in den letzten Jahren umgesetzt habt. Und wenn wir da uns zusammenschließen, dann schließt sich sozusagen auch der Kreis für uns und wir schaffen es gemeinsam, den Leipziger Sport eben in all seinen Facetten an die Leipziger wirklich auch zurückzuspielen und darüber zu berichten, was hier in Leipzig alles in der schönen Sportstadt los ist. Und da wird richtig viel los sein. Zum einen werden wir ja ganz viele Gäste bei uns im Palmiger begrüßen dürfen. Wir werden auch ganz viele andere Sportvereine aufsuchen. Aber was bedeutet denn für dich eigentlich Sport? Hast du selbst auch Sport getrieben? Naja, ich habe auch mal Sport gemacht. Das sieht man jetzt vielleicht nicht mehr so ganz, aber ich habe in Jugendjahren mal Schwimmsport betrieben. Schönen Gruß an Alex Jung, falls er mal zuguckt. Das war mein Leipziger Gegner, ich komme aus Niedersachsen und mit Leipzig habe ich mich immer gemessert. Ich habe dann tatsächlich auch richtig Leistungssport gemacht mit mehrfach Training am Tag. Ja, und da schlägt mein Herz schon für den Sport. Habe auch immer, wie gesagt, so ein Faible dafür. Wünsche mir auch, dass unsere Kinder auch ein bisschen Sport machen. Also ich bin ein großer Sportfan und weiß auch, dass gerade der Breitensport, wenn ich jetzt nicht gerade Profifußballer bin, da auch jegliche Unterstützung braucht, um so ein bisschen Präsenz zu haben und gerade wenn es dann ins Leistungsbereich geht, dass man da auch einigermaßen existieren kann, dass man ein bisschen was zu essen hat und seine Wohnung auch bezahlen kann. Also besser kann man es nicht sagen. Deswegen, Arne, würde ich sagen, machen wir hier vor der Kamera den Handschlag, wunderbar, und stoßen vielleicht nochmal an, ne, besiegeln das damit, zum Wohl. Wasser, ja. Wieder zurück zum Sportler werde. Genau, auf eine gute Zusammenarbeit. Prost. Prost. Ja, das kann auch nur eine gute Kooperation werden. Ich begrüße Benny zur Einführung der Sendung. Benny, du hast zwar schon länger nicht gespielt, darüber reden wir dann nachher ein bisschen, aber du bist ja von Dynamo Dresden über einen kleinen Umweg zu Lok Leipzig gewechselt. Warum? Warum? Ich hatte eine schöne Zeit bei Dynamo bis 2015. Dann gab es dort eine Umstrukturierung auf meiner Position. Das ist im Fußball leider so. Ja, und dann bin ich über die Umwege Holland, kurz zweimal Amerika gewesen, dann bei Lok gelandet und hier bin ich noch. Amerika ist auch eine super spannende Geschichte, das machen wir auch gleich noch. Aber erstmal der ultimative Test. Was ist besser, Leipzig oder Dresden? Welche Stadt? Ich lebe in Dresden, von daher ist es für mich relativ einfach, aber ich habe vorher wenig Berührungspunkte gehabt mit Leipzig und bin aber froh, dass ich auch immer gerne hergekommen bin, auch wenn es immer zum Training war oder auch mal über Nacht bei einem Mitspieler. Man hat die Stadt dann doch auch lieben gelernt. Über die Nachtgeschichten freuen wir uns besonders, aber jetzt gebe ich erstmal ab zu Norman und Martin, die erstmal den normalen Sportblock machen. Und zwar gehen wir mal zum SCDFK, denn die können ja in der ersten Halbzeit ja mit ganz viel Willen und auch Lust
ein gutes Ergebnis erzielen, aber in der zweiten Halbzeit, da hat es nicht mehr gereicht, weil dann kam dann eben der Gegner, und zwar die Stuttgarter, ziemlich nah dran. Vor 5.500 Zuschauer in der Porsche Arena haben sie dann am Ende ein 25-25 geschafft. Aber wer war denn derjenige, der auch den Leipzigern ja, das Spiel vermiest hat? Weißt du das? Das willst du wissen? Ich kann raten. Johannes Bitter vielleicht? Ja, Johannes Bitter. Das war der Torhüter der Stuttgarter. Und der hat einfach kein Tor mehr reingelassen. Am Ende 25-25, alles gut. Ja, hätten sie ihn behalten, wäre das jetzt nicht mehr so der Fall gewesen. Apropos 25-25, das gab es nämlich auch bei den Piranhas, also bei den Damen. Und die haben unentschieden gespielt in Kleenheim. Damit sind sie jetzt guter Vierter, also zweimal Punkteteilung. Ich habe übrigens, kann ich mal kurz sagen, Leipzig hat 3 neue Blitze angeschafft. Ich bin jetzt auch im Ein-Punkte-Bereich dabei. Am 15.02. um 19 Uhr geht es zu Hause gegen Rottgau Niederroden. Also wer weiß, wo das ist, vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr übrigens auch mal. Wir sind live. Also, wo ihr uns auch seht, in die Kommentare reinschreiben. Wir versuchen darauf einzugehen, spätestens dann in der nächsten Sendung. Ja, aber es geht nicht um die Blitzer. Ne? Also nee, es geht regt euch woanders auf. Habe ich auch schon gemacht. Übrigens auch, wenn ihr Fragen habt an Benjamin Kirsten, es haben uns welche auch im Vorfeld schon erreicht. Aber wenn ihr jetzt noch Fragen habt für die Sendung, könnt ihr die gerne stellen bei uns bei Facebook. Und dann werden wir die wahrscheinlich auch dem Benjamin stellen. Mal gucken, was da so rauskommt. Oh ja, guckt schon. Okay, alles klar. Ja, und dann sind wir beim HC Leipzig. Ja, die haben natürlich eine katastrophale Chancenauswertung gehabt im letzten Spiel. Und dann hieß es eben ja am Ende 30-21 gegen Halle, gegen die Wildcats. Und die haben natürlich ja dafür gesorgt, dass eben ja die HCL-Mädels nicht gewinnen konnten. Aber trotzdem stehen die HCL-Mädels sehr, sehr gut in der Tabelle da. Die Saison ist noch lang. In allen Bereichen, die wir hier so abdecken, läuft ja noch gespielt. Das heißt ja nicht, dass bei einer Niederlage jetzt alles vorbei ist. Ja, so soll es auch sein. Aber sehr gut. Aber viel, viel schwerer wiegt die Knieverletzung. Und zwar von Laura Wedrich. So hat es ja auch der Trainer gesagt, da können wir einfach nur gute Besserung wünschen. Die hat sich am Knie verletzt. Das ist natürlich nicht so einfach. Ja, drück mal die Daumen, dass das schnell besser wird. Trotzdem haben sie einen soliden 9. Platz aktuell, 9 Punkten vor dem ersten möglichen Absteiger Werder Bremen, also wie in der Fußball-Bundesliga. Ja, aber Bremen ist Vorletzter. Von der Seite ist es besser. Dazu kommen wir später noch, aber ich glaube, die sind weg. Auf jeden Fall. Die Wölfe, hoffen wir, dass die nicht weg sind, denn die haben versucht, gegen Medi Bayreuth am Wochenende nochmal jetzt endlich den Befreiungsschlag zu schaffen. Leider hat es nicht geklappt. Ja. Knapp verloren mit 86-104, haben aber zu Beginn noch 23-14 geführt. Da muss man mal fragen, warum? Ja, woran das liegt, aber das ist tatsächlich so, also das durchzieht die Wölfe die ganze Saison, die sind in den ersten ein, zwei Dritteln richtig gut, führen auch groß und am Ende geht es hinten raus, aber gut, nicht gut aus. Aber da müssen wir vielleicht den Robert fragen, weil der Robert ist ja immer beim Basketball dabei. Jetzt gleich? Nee, morgen. Später. Ich bin morgen beim Spiel gegen Raster. Okay, weil Raster Fechter. Stimmt, ja. Morgen 19 Uhr. Da ist große Hoffnung angesagt, weil das im Hinspiel war einer der zwei Siege bislang in der Saison für die Wölfe. Okay. Vielleicht schaffen sie es wieder. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Auf jeden Fall, wenn ihr hingehen wollt, morgen und zwar Mittwoch um 19 Uhr geht es im Wolfsbau gegen die Rasta Fechters und da brauchen wirklich die Wölfe jede Unterstützung und ja, das wäre schon gut, wenn ihr das machen würdet. Die LA Volleys, die haben klar in 3 Sätzen gegen Tabellenführer Mimmelhausen verloren leider. Die 3 Sätze waren, der Gegner war besser. Mimmelhausen. Was habe ich gesagt? Ja. Mimmelhausen, was habe ich gesagt? Mimmelhausen. Mimmelhausen. Ich habe gestern ein Wimmelbuch meinem Neffen vorgelesen, vielleicht deswegen. die Sätze waren, der Gegner war besser, da kann man nichts machen. Nächstes Mal wieder. Die haben auch ganz fair dem Gegner gratuliert, also ganz faire Sportsleute, die haben eingesehen, dass an dem Tag tatsächlich der Gegner der bessere war und haben da auch hinterher fair gratuliert, muss man sagen. Das ist wirklich cool. Sportlich. Und jetzt haben sie erstmal 14 Tage Pause bis zum 22. Februar, bevor sie hier in Leipzig spielen und können sich ein bisschen erholen, aber gute Leistung bisher von den LA Volleys. Hätte man nicht gedacht. Aktuell Platz 10, also auch da ist noch alles möglich. Norman, wie war es beim Eishockey? Ja, Eishockey war kalt. Kann ich mir denken. Ja. Also Eis war da auf jeden Fall und die Icefighters haben wirklich nach den 14 Tagen Pause, die eben wie gesagt jetzt auch die Volleys haben, haben die richtig Gas gegeben. Die haben zum Beispiel beim Herner e.V. haben sie 4-1 gewonnen, das war der Tabellenzweite. Tolle Nummer und das war wirklich klasse. Und dann haben sie gesagt, komm, wir holen jetzt mal noch die Crocodiles weg am Sonntag. Und zwar haben sie da auch 5-0 gewonnen. Und wir haben von Leipzig lieb dich die Tore bekommen und vor allen Dingen könnt ihr mitnehmen, welche Stimmung es gab. Viel Spaß dabei. Ja.
Wow, tolle Stimmung. Ja, haben wir auf jeden Fall und vor allen Dingen 5:0, das ist also gegen eine dritte Tabelle nicht normal. Da lief es glatt bei denen, würde ich sagen. Ja. Hoffentlich auch am Valentinstag, denn da wird gespielt und zwar, da geht es zunächst nach Krefeld. Am 16.02. geht es dann um 18 Uhr zu Hause gegen die Moskitos aus Essen und da würde ich empfehlen, nach Krokodilen und sonst was kann man auch Moskitos umhauen. Genau, richtig, ja. Die Moskitos. Apropos Moskitos, die haben schon am Freitag letzte Woche bei den Saale Bulls gespielt in Halle. Und da haben wir auch vielen Dank an Karl-Heinz Grund und sein Mediateam von Saale Bulls TV auch noch ein paar schöne Bilder, Impressionen und Tore bekommen. Also ist sehr gut, es lohnt sich auch da reinzuschauen. Dann machen wir das doch. Na klar. Ja, und da waren sie auch. Das war jetzt nicht mit Sergius das abgesprochen, aber hier läuft er in wenig Geschwindigkeit. Zwei Essener, hier laufen sie hinterher, fehlt die Abstimmung. Verteidiger steht schon vorm Tor, warum auch immer, ohne Gegenspieler. Ja, tut mir leid. Schön für die Saale Bulls, aber das Tor, das fällt zu leicht. Ist auch noch mit der Rückhand wenig. Hier sehen wir die 12. Dann gibt es immer noch Michael Schön, der jetzt schon wieder sehr viel besser aussieht. Wir haben ihn heute hier schon gesehen in der Stierkampf-Arena. Ja. Alles weitere spät. Das meinte ich aber eben auch mit taktisch ein bisschen vorgewöhnt. Also hier wieder Zuordnung schwierig. Eigentlich genug Leute. Ein Flippass überreicht. Schuck macht super. Hebt ihn ins Drangel. Versucht gar nicht mit dem Schlagfluss zu arbeiten. Wunderschönes Tor für die Saale Bulls. Aber muss ich wieder als Verteidiger sagen, ah, Mensch, was macht Essen da hinten? Es gibt überhaupt keine spielerische Überzahl für die Saale Bulls. Trotzdem stimmt die Zuordnung nicht. Schöner Pass, freut mich auch für Moritz Schuck das Tor, aber ja, jetzt wieder ein großer Fehler. Zack, ja, jetzt wird wahrscheinlich bald die Auszeit kommen von Essen. Saale Bulls gegen ECC Preußen Berlin, das war am 18. Januar 2019, 12:1 und Francis hat damals Essen gewinnt das dritte Drittel. Das Siegtor, den Zehner geschossen und Essen gewinnt das letzte Drittel. 3:2. Aber auch wieder ein Tor, keine Ahnung, Spielstand hin oder her. Ach, ich kann mich damit nicht anfreunden, wenn Tore so hingeschenkt werden. Tut mir weh beim Zugucken. Absolut grundlos, dass so ein Tor fällt. Und verwässert den Sieg heute auch ein bisschen, also ein 12:6. Ja, so ein 12:6 wäre gar nicht schlecht, oder? Für die Eisfaders. Und tolle Stimmung auch. Ja, absolut. Eishockey scheint richtig was für Leute zu sein, die auf geile Stimmung und kalte Getränke stehen. Ja, aber das kannst du natürlich auch im Alfred-Kunze-Sportpark und vor allen Dingen auch im Bruno-Blacher-Stadion machen. Ja. Aber wo Bruno-Blacher-Stadion, bevor wir jetzt zu Benjamin Kirsten kommen, haben wir noch ein bisschen was. Ja, wir haben noch ganz viel, aber jetzt haben wir erstmal eine Judoka und zwar Marie Branser. Die möchte zu Olympia und ist sportlich auf einem guten Weg, aber es hängt eben noch mehr dran. Und um sie da zu unterstützen, rufen wir hiermit auf und sie hat uns ein nettes Video geschickt, das wir gerne mal abspielen wollen. Genau, unterstützt sie bitte. Hallo und liebe Grüße aus Paris. Ich bin hier gerade, habe am Wochenende den Grand Slam hier gekämpft und bereite mich jetzt hier im Trainingslager noch auf die kommenden Maßnahmen vor. Aktuell versuche ich mich für Olympia zu qualifizieren. Es sieht ziemlich gut aus. Ich werde mich wahrscheinlich über die afrikanische, also die kontinentale Quote qualifizieren. Ich starte ja nicht mehr für Deutschland, sondern für die Demokratische Republik Kongo. Leider gibt es da ein paar sportpolitische Probleme, weswegen ich jetzt meine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen habe, da ich alle Maßnahmen hier jetzt selbst finanzieren muss und das sehr, sehr kostenintensiv ist. Vor mir liegen noch einige Turniere und ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg noch ein bisschen unterstützen würdet. Also, liebe Grüße von mir und bis bald. Ciao, ciao. Also Marie Branser werden wir auf jeden Fall unterstützen. Eine deutsche Sportlerin vom SCDFK Leipzig, die letztes Jahr in den Kongo gewechselt ist. Wie ist es bei dir, Benjamin? Beschäftigst du dich eigentlich mit dem Breitensport so ein bisschen? Ja, natürlich. Also man denkt da nicht nur in dem Fußballsektor, sondern man schaut auch mal nach rechts und links. Ich kenne natürlich auch, habe viele Freunde aus dem Wintersport. Bobfahrer, Skeletonfahrer und ich glaube... Wer ist der bekannteste?
Von den Bobfahrern? Ja, insgesamt, egal, von deinen Sportlerfreunden. Den können wir vielleicht mal einladen. Achso, ja. Also Niklas Kreuzer zum Beispiel. Ja. Oh. Niklas Kreuzer hat mir vor ein paar Minuten noch geschrieben, dass er zuschaut. Aber er ist doch Fußballer. Ja, momentan hat er auch das Pech, dass er von außen zugucken muss und hat es auch gerade nicht so leicht. Aber die Frage, du hast ja gehört von der Marie Branser, es sind ja wirklich hervorragende deutsche Sportlerinnen, die kommt einfach nur nicht darüber hinaus, dass eben in Deutschland so viele gute Judoka gibt und die sammelt jetzt Geld. Wie siehst du das jetzt als Fußballer? Also ich meine, wenn da jemand Geld sammelt, damit er seine Turniere bezahlen kann und seine Fahrtkosten, wie siehst du das? Ja, das ist natürlich schade. Ja, wir haben in Deutschland leider nicht das Glück, wie beispielsweise in den USA, wo sehr, sehr viel Geld in den Sport fließt, weil es natürlich repräsentativ ist und weil man das Land vertritt. Da sind wir in Deutschland noch ein kleines bisschen hinten dran, obwohl man ja sagen muss, dass es viele Förderprogramme gibt. Aber man merkt ja auch, dass sie sich da Gedanken macht und vor allen Dingen auch mit der Crowdfunding-Aktion, denke ich, auch Geld bekommen wird, um dann auch erfolgreich ihren Sport weiterzumachen. Das hoffen wir auf jeden Fall. Das wäre cool. Das ist eine super Geschichte, die hatten wir auch da. Sehr sympathische Frau. Ja, definitiv. Robert, hast du eine Frage? Na klar. Ich war ja Riesenfan. Ich habe leider, muss ich zugeben, meine Bayer-Utensilien vergessen. Ich komme ja aus, meine Eltern wohnen ja noch in Leverkusen. Und also ich bin ist Wessi, ne? Aber in Rumänien geboren. Aber das Thema hatten wir schon mal. Auf jeden Fall bin ich 1988 Fan geworden von Bayern 04 Leverkusen. Da haben sie einen Pokal geholt. Ja, Leverkusen hat mal einen Pokal geholt. Damit rechnet keiner. Und war auch Riesenfan von Ulf, von deinem Vater. Warum bist du Torhüter geworden und dein Vater Stürmer? War das Typische? Ja, du warst klein, der Ulf wollte ein bisschen trainieren. Hier, Benni, geh mal ins Tor und ich schieß drauf, oder was? Also ich glaube, die Geschichte habe ich schon 100 Mal gehört, so ungefähr. Und ich muss auch wieder sagen, nein, meine Eltern haben mir immer gesagt, ich kann das tun, was ich möchte. Ich muss kein Fußball spielen. Aber das ist natürlich schwierig, wenn du so aufwächst, wenn du mit dem ganzen Hintergrund auch aufwächst. Und ich habe immer schon eher zum Torhüter tendiert, mit 3-4 Jahren schon Torwarthandschuhe mir zu Weihnachten gewünscht und sowas. Gut, da konnte am Ende mein Vater auch nichts gegen machen. Er wollte zwar jetzt nicht, dass ich ins Tor gehe, aber er hat mir meinen Willen gelassen und auch gut so. Hat er versucht, das zu verhindern? Ja, er hat mich dann halt in der U23 noch versucht, auf rechts außen zu stellen und solche Späße. Hat doch eigentlich ganz gut funktioniert, aber nee, da war ich auch schon zu alt und hatte auch schon genug Jahre im Tor gestanden und wollte einfach das weitermachen. Ja, es gibt ja immer so den Spruch, so Torhüter und Linksaußen, die haben ja dann irgendwie, deswegen wollte er dich wahrscheinlich auf Rechtsaußen, ne? Oder? Ja, nee, ja, vielleicht schon, aber ich muss auch sagen, bei meiner jetzigen Truppe, da ist die Position egal, die haben alle einen an der Waffel. Ja, das ist gut, ja, Lok Leipzig natürlich auf jeden Fall. Und Rüdiger Vollborn hatte auch einen an der Waffel. Der war der Torhüter 1988, als Leverkusen den UEFA-Pokal gewonnen hat. Er hat auch René Adler gefördert und quasi entdeckt. Und er hat aber auch gesagt, als du B-Jugendlicher warst, glaube ich 16, 17, du schaffst es nicht mal in die vierte Liga. Welches Verhältnis hast du jetzt zu Rüdiger Vollborn? Wie froh bist du, dass du es noch weiter geschafft hast? Ja, ich glaube, dass der Rüdiger das gar nicht so böse gemeint hat. Es war damals einfach auch eine andere Zeit. Ich meine, wir hatten mit René Adler einen Torhüter, der in einem ganz anderen Universum gehalten hat. Und das haben wir natürlich auch alle gemerkt. Ich war von den Torhütern, die da waren, natürlich körperlich hinten dran. Ich hatte kaum Spielpraxis gehabt und bin auch dann auch tatsächlich in der U19 erst Nummer 1 geworden, weil ich halt an mir gearbeitet habe. Ich habe meine Schwächen aufgedeckt, habe gesagt, okay, ich habe jetzt nur noch diese 2 Jahre, ich muss sie nutzen und das habe ich getan. Und er hat sich dafür später auch entschuldigt. Er hat mich ja dann bei den Profis auch noch trainiert. Also habe es ja den Sprung zu den Profis von Bayer auch dann noch geschafft. Aber das ist dann am Ende mit zweiter Liga und bester Spieler, bester Torhüter hintereinander und solche Sachen. Das war alles dann bloß ein Resultat meines Investments, was ich getan habe. Weil er dich angestachelt hat. Vielleicht war es so. Manchmal ist vielleicht schon so groß, aber wie ist es denn jetzt einfach so, du warst bester Spieler, hast zweite Liga gespielt, jetzt bist du bei Lok Leipzig. Ist das für dich ein Abstieg oder findest du das einfach auch mal, dich neu zu erfinden? Bei Lok zu spielen? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Damals kam ich aus den USA mit einer schweren Verletzung. Das war 2016 und ich musste operiert werden und das Erste, was eigentlich irgendwie zur Debatte stand, war, ja, gucken wir mal, dritte Liga, zweite Liga vielleicht oder Holland nochmal. Dann kam der Anruf vom Heiko Scholz und hat gesagt, pass auf, Benni, egal was passiert, bei Lok ist immer eine Türe offen, wir kriegen das schon irgendwie hin, auch finanziert muss es ja auch irgendwie werden. Ja.
Und am Ende muss man sagen, habe ich aufgelegt und habe zu meiner Frau damals gesagt, wir machen Lok, egal was passiert. Ich konnte in Dresden wohnen bleiben, man hat mir das alles ermöglicht. Und ich konnte halt auch mit Leuten wieder zusammenspielen, die mir den Spaß an Fußball wiedergegeben haben, weil das Jungs sind, die einfach wirklich, das sind Kerle und das sind einfach richtig, richtig gute Typen, die mir auch nach meiner Karriere irgendwann, glaube ich, immer noch gut zu Gesicht stehen würden, wenn ich den Kontakt halte. Das ist auf jeden Fall in Leipzig sowieso. Das ist das beste Bild aber auch. Das ist eigentlich das Bild, wo mich jeder fragt, was habe ich da gedacht? Ne? Ja, was hast du da gedacht? Ich weiß es nicht, aber das ist am Spieltag. Fress ich auf. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, was da. Das ist jetzt unangenehm, das Bild. Coole Nummer. Bevor wir jetzt gleich mit Benjamin weiterreden, haben wir natürlich auch noch ein bisschen was für euch, und zwar den Fußballblock für euch vorbereitet. Aber bevor wir da starten, haben wir einen tollen Gruß bekommen. Und zwar von dem Mann, der uns schon immer begleitet und wir auch froh drüber sind, dass er nach wie vor seine Tore schießt. Es ist Martin Schwips. Der Stürmer schlechthin. Der Mann, der innerhalb von oder in den letzten 4 Jahren 4-mal die Torjägerkanone geholt hat, definitiv. Und wahrscheinlich auch in diesem Jahr, noch dran kratzen wird. Film ab. Hallo meine Freunde von Heimspiel, ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Ich grüße natürlich alle, die mitwirken, immer mit am Start sind, die sich reinhauen, mit Leidenschaft die Geschichte dort fabrizieren und uns Sportlern aus der Region Leipzig, Umgebung eine Chance geben, eine Plattform geben und dort ganz toll berichten, jetzt auch endlich mit dem super Partner Sportbuzzer. Viel Erfolg dafür. Haut rein, bleibt gesund, macht's gut, Peace. Peace, ja, Schwipsi, ein verrückter Typ. Der hat, glaube ich, eine riesige Kommode zu Hause mit seinen ganzen Kanonen und seine Freundin lässt es sogar aufhängen, das Ding. Lässt sich aufhängen? Nein, die Frau lässt zu, dass diese 10 Kanonen, die er da zu Hause hat, das schön in der Wohnzimmerwand hängen. Das sind aber auch schöne Dinger. Er war ja mal bei uns zu Gast und hat die mitgebracht. Alle gleich aus. Die sehen großartig aus. Und ja, davon kann man noch mehr hin tun. Er hatte, glaube ich, auch angebaut deswegen. Aber wir kommen jetzt mal zum Fußballblock und zwar fangen wir mit der Bundesliga an. Und RB Leipzig hat ja beim Topspiel in München nur oder immerhin einen Punkt geholt. Und die Frage, nur oder ist es was Gutes, was Schlechtes, die stellen wir jetzt mal zwei Experten, die heute zufälligerweise hier sind. Darf ich mir das mal ausnehmen? Danke. Vor Fans, der rb-fans.de Podcast. Das ist einmal der Lars hier und der Daniel. Und den Daniel, den würde ich bitten, mal kurz aufzustehen, damit man sieht, wie groß der Mann ist. Trau dich, komm hier, mit einem kleinen Applaus, Daniel. Hallo. So. Grüß dich. Ganz kurze Frage. Du bist sehr tief drin in der Materie. Ist es ein Punkt Gewinn oder ein Punkt Verlust? Es ist ein Punkt Gewinn. Also RB hatte in der zweiten Halbzeit zwei sehr gute Chancen, wo man denkt, ist so ein bisschen selektive Wahrnehmung als Fan von der Mannschaft. Ja, da muss doch einer reingehen und dann übersieht man, dass die Bayern in der ersten Halbzeit eben schon deutlich besser waren und einen guten gerne auch einen machen können. In der Summe war es eine verdiente Punkteteilung und wenn du das auswärts bei den Bayern hast, dann ist es ein Punktgewinn, weil da holen nicht so viele Mannschaften Punkte. Das stimmt. Und ich glaube, Thomas Müller hat ja auch gesagt, beide Mannschaften mussten nicht und das hat man hinten raus dann auch gemerkt. Also beide konnten mit dem Punkt leben. Jetzt geht es gegen Bremen, das nächste Heimspiel zu Hause. Genau. Überraschenderweise zu Hause das Heimspiel. Was ist der Ausblick da? Was denkst du? Bremen ist gerade ganz schwer einzuschätzen, weil da ist richtig Druck auf dem Kessel. Die sind arg abstiegsgefährdet, gab es noch ein paar interne Querelen. Claudio Pizarro hat sich irgendwie mal mit einem Bierchen ablichten lassen, was jetzt für einen Profifußballer in der Bundesliga nicht unbedingt optimal ist. Vielleicht war es ja alkoholfrei. Wie bei Benny übrigens, ja, das ist wichtig. Bei uns auch. Genau, ja. Ja, und jedenfalls, jetzt macht Bremen nochmal so ein Kurztrainingslager, ich glaube für 2 Tage, abgeschottet von der Presse, von der Öffentlichkeit. Und die werden schon hier konzentriert zu Werke gehen. Trotzdem ist RB Favorit. Wir sind das bessere Team. Und wenn man da weiter an Bayern dranbleiben will, müssen da 3 Punkte zu Hause her. Unabhängig davon, wie Bremen jetzt hier auftritt. Ja, und dass sie es können, haben sie ja im Pokal gezeigt, dass sie gefährlich sind. Ganz kurze Frage noch. Unser Podcast, der wird einmal alle 14 Tage aufgenommen. So ist der Plan. Wann sind wir wieder dran? Ich habe den Plan gar nicht im Kopf.
Na, geplant von morgen, oder? Morgen, okay. Richtig. Also im Laufe dieser Woche noch online zu hören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Setz dich wieder hin, lass dir es schmecken. Und ich gehe zurück zu. Also unterstützt von Robert. Produktplatzierungen, muss man da einfach mal sagen, ja. Aber vielen, vielen Dank. Übrigens, wenn du die Stimme so hörst, das klingt irgendwie so wie so ein Sänger. Wie heißt das so? Du hast eine richtig gute Stimme. Ja, wir haben aber auch Sänger beim Podcast. Da wundert es mich eigentlich, warum du nicht singst. Da die anderen, die da singen, die klingen nicht so schön. Oder Sprechgesang. Dann. Okay, komm mal weiter zum Fußballblock. Naja, ja, wenn ich RB spielen sehe, muss ich auch singen. Aber das ist dann nicht gut für alle. So, wir machen weiter mit schöneren Ergebnissen und zwar von Lok. Die haben ja am Wochenende gespielt und das blenden wir jetzt auch ein. Suche sich jeder das Ergebnis seiner Lieblingsmannschaft raus, aber natürlich das Spitzenspiel Energie gegen Lok. Lok geführt durch Urban und Schinke mit 2-0. Und dann kam Brückmann zweimal und hat leider dann dafür gesorgt, dass es keinen Sieg gab. Trotzdem haben die Fans von Benny Kirstens Club mal wieder einiges gezeigt. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Benni, wenn du jetzt, du bist jetzt gerade momentan nicht dabei oder du spielst momentan nicht, aber wie findest du die Unterstützung der Fans? Also die fahren jetzt nach Cottbus mit 1500 Zuschauern oder 1500 Fans, machen da Randale, also Randale meine ich positiv, also richtig Stimmung. Alarm. Wie findest du das? Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man auswärts unterstützt wird und ich glaube in den letzten Jahren haben wir tolle Spiele gehabt, ob das letztes Jahr in Chemnitz war beim Pokalspiel oder beim Ligaspiel, wo enorm viele Fans dabei sind und ich glaube, dass das für jeden Verein schön ist, wenn man auswärts überhaupt jemanden mit dabei hat, gerade in der Regionalliga und was wir da in Cottbus stimmungstechnisch gehört haben, war schon ein paar Ligen höher, ja. Wirklich krass, also teilweise wären wahrscheinlich Vereine froh, wenn die überhaupt 1500 Zuschauer überhaupt ne, zu Hause hätten. Aber kommen wir gerade zu einem Spiel noch kurz. 2-2. Lok ist überragend in der ersten Halbzeit, kann noch viel höher führen. Und dann zum Schluss 2-2. Eigentlich hätten sie doch da diese Tabellenführung holen können. Ja, was glaubst du, woran lag es? Oh, ja, woran lag's? Also das ist immer schwer zu sagen, wenn man nicht wirklich mitspielt. Von außen, das ist irgendwie, hat jeder seine Meinung und jeder versucht, die so kundzutun. Aber in der Regionalliga fehlt häufig auch die Konstanz über 90 Minuten. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Wir haben hervorragende Spieler, wir sind sehr gefestigt. Ich gehe eigentlich in jedes Spiel rein und weiß, dieses Spiel werden wir nicht verlieren. Wir haben dieses Jahr ein Spiel verloren. Das falsche Spiel, ich hätte gern ein anderes gehabt. Das gehört aber dazu. Und am Ende muss man sagen, die Punktteilung war gerecht, obwohl die erste Halbzeit hätten wir vielleicht das eine oder andere Tor mehr machen müssen, können. Aber der Brügge ist halt auch ein guter Stürmer, der dann da auch mal sticht und wir können zufrieden sein, denke ich. Nett, auf jeden Fall. Ich gebe wieder zurück zu Robert und Martin. Danke. Norman. Und es fand ja noch ein Spiel am Wochenende statt, und zwar Chemie hat gespielt, und zwar gegen den Tabellenletzten, das ist Bischofswerda, und da war eigentlich alles klar, aber es war in Toren nicht alles klar. Und zwar haben sie das Spiel komplett kontrolliert und haben auch einen Pfostenschuss gehabt in der 82. Minute von Schmidt, trotzdem 0-0 am Ende. So ist das manchmal, aber dafür haben die Phoenix-Frauen... Warte, ganz kurz, ich bin noch nicht fertig, denn wir haben die Chemiker fast zu Gast, hätte ich gesagt, nein, wir gehen hin. Wir senden am 31.03. bei Chemie Leipzig aus dem Alfred-Kunze-Sportpark. Wow. Auf dem Spielfeld? Ja, wo genau, das wird sich noch sehen. Wahrscheinlich stellen wir dich am Mittelkreis, Norman ins Tor und ich gehe in den Catering-Bereich oder so. Ja, Benni hat ja keine Zeit, deswegen müssen wir drei. Ich glaube, Benni hätte auch keinen Bock. Das ist aber das falsche Stadion. Komm mal kurz zu den Frauen. Die Phoenix-Frauen haben den Supercup am Wochenende gewonnen. Auch schon zum dritten Mal hintereinander. Und RB ist nur Sechster geworden, Leipzig Süd Zweiter. Und das heißt für die Phoenix-Frauen, dass sie in zwei Wochen um die Teilnahme an der deutschen Futsalmeisterschaft spielen dürfen. Richtig groß. Aber davor, es sind ganz entscheidende Wochen dieser Saison, haben sie kommende Woche in Heidenau das Halbfinale im Sachsenpokal. Auch noch. Richtig Daumen Stress drücken, im Winter. Daumen drücken und hinfahren. Vielleicht fährt Benni ja hin. Heidenau ist, glaube ich, nicht ganz so weit von Bannewitz. Heidenau ist grundsätzlich weit von allem, glaube ich. Ne?
Nee, soweit ist es gar nicht. Nee? Siehst du? Okay. Ja, dann gab es noch Testspiele. Grimma hat gegen Bautzen 3:3 gespielt. Spannendes Spiel. Grimma, übrigens der nächste Gegner von Inter Leipzig, nämlich am 22. Februar geht es da wieder los in der Oberliga. Wismut Aue hat gegen Inter Mailand mit 3:5 verloren. Darf ich mal ganz kurz einhaken? Ja. Ich weiß, wir sind live und es passieren Fehler, aber es war Wismut Gera. Oh, du hast recht. Wismut Aue ist was anderes. Gut, dass ich hier bin. Zweite Liga. Prima. Thüringenliga. Ja, das ist Thüringenliga. Das stimmt. Also Aue und Mailand, das ist natürlich... Wismut ist Wismut. Wismut ist... Wie du sagtest, ich bin Bessie. Ja, genau, richtig. Das Spiel ging auf jeden Fall 3:5 aus. Bei Inter haben Mel Konjan zweimal und auch Franceschi zweimal getroffen. Und das fünfte Tor erzielte Misaki. In der Oberliga geht es erst am 22.02. wieder los. Dann unter anderem mit dem dann die angesprochenen Topspiel Grimma gegen Inter. Stehen hier übrigens 3 Ausrufezeichen dahinter. Scheint ein echt wichtiges Spiel zu sein. Das wird auf jeden Fall richtungsweisend. Inter kann noch richtig im Aufstiegskampf angreifen. Und Grimma muss aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen. Ja, das ist immer schwierig. Nachholespiel übrigens am 16.02. 13.30 Uhr. Plauen gegen Neugersdorf. Wen das interessiert, der möge es jetzt aufschreiben, sonst vergisst das. Ja, und davor spielt Taucher am Samstag beim Nachholspiel in Bautzen. Und Blau-Weiß Leipzig am gleichen Tag gegen Mittweida. Für Marc Kleberg und Co. geht es erst am Sonntag, den 23. Februar, weiter. Auch in der LVZ-Post Landesklasse Nord wurde getestet. Und zwar wird getestet. Und da spielt nämlich um 14 Uhr Markranstädt gegen Schwipsis Kolditzer und Delitzsch gegen Roter Stern. Am 22.02. geht dann die Rückrunde wieder los. Also da geht es dann wieder um alles. Was ist so ein Test eigentlich wert jetzt? Bei solchen Temperaturen, kann man das für ernst nehmen? Naja, es ist nicht unwichtig, aber man muss natürlich aufpassen, jetzt mit dem Sturm ist einiges verweht worden. Da ist der Ball mal weg. Aber das Wetter wird sich ja nicht, glaube ich, nochmal richtig ändern. Insofern ist so ein Test, glaube ich, wichtig. Aber Benni, was ist so ein Test wert? Das fragt man sich als Fan wirklich häufiger. Ich frage mich gerade, warum du ihn fragst. Du bist ja auch da. Also ich dachte gerade, was ist denn jetzt hier los? Benjamin, was ist so ein Testwert? Nix. Gut, danke. Na, dann haben wir das ja geklärt, das ist prima. So, und bevor wir zum großen Talk mit Benny Kirsten kommen, obwohl wir ihn schon oft gehört haben, aber er hat echt noch viel zu erzählen, haben wir was zusammengestellt. Ich bin gespannt, wie sehr ihn das bewegt, weil wir haben Mitspieler und Trainer gefragt, welche Bedeutung Benny Kirsten hat für die Mannschaft und was Benny Kirsten überhaupt für ein Typ ist. Mats ab, bitte. Ich hatte die Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. Vielen, vielen Dank an Sachsenkick für die Informationen und so. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen umgestellt, wie die Technik. Vor allen Dingen habe ich jetzt was geholt. Musst du die Tränen abwischen? Nein, alles gut. Aber mal ganz ehrlich, wenn du das so hörst, ne, wie findest du das? Das freut mich total, weil das ja die Meinung von meinen Mitspielern ist und die mich täglich erlebt haben. Und halt auch wissen, was ich investiert habe in alles. Und dass mir die Liga jetzt auch egal ist. Man erwartet von mir Höchstleistungen, die kann ich nur bringen, wenn ich genau diese Dinge lebe. Und das ist das Schöne, ich habe nie einen Tag weggeschmissen, ich habe nie eine Minute nicht genutzt.
Und vielleicht bin ich deswegen jetzt auch an dem Stand, wo ich heute bin mit meinem Knie, aber ich habe immer für den Moment gelebt und für meine Mitspieler. Und es ist, glaube ich, gar nicht so falsch, was der Steini gesagt hat, ich bin für die Jungs immer da. Der eine nutzt es mehr, der andere weniger, das ist in Ordnung. Aber egal, was passiert, und das wird auch über die Zeit hinaus immer so sein, ich bin immer ansprechbar für die Jungs. Also jetzt brauche ich definitiv, also was für meine Augen. Ich habe die Videos geschnitten und ganz ehrlich, das waren 1,5 Minuten von 5,5 und meine Freundin hat es mitgehört, während ich es geschnitten habe, und gesagt, sag mal, reden die über Gott oder was? Also die haben deine Trainingsleistung gelobt, dass du die mitgenommen hast, dass du dir immer den Arsch aufgerissen hast, dass du halt zwar klein bist als Torhüter, aber alles rausgeholt hast, was ging. Also das ist, ja, ein bisschen Pipi in die Augen kriegst. Ja, doch, ist schon, ja, ist für mich schon auch wichtig, weil das dann doch gesehen wird. Und gerade in der Gesellschaft heutzutage, die jungen Spieler, viele können einfach nicht mehr sich quälen. Und ich habe mich gequält und ich bin ein Beweis dafür, dass man auch mit wenig Talent, aber mit viel, viel Ehrgeiz, mit Verbissenheit an die Ziele kommen kann. Vielleicht nicht Champions League und vielleicht auch nicht Bundesliga oder Erste Liga, aber für mich war die zweite Liga, war für mich meine Champions League und die war, bei Dynamo zu spielen, war für mich was ganz Großes. Und auch mit so Spielern wie Christian Fjell, die im UEFA Cup gespielt haben, wo wir hier gerade auf dem Dach sind vom Dynamo-Stadion, das war unser Abschiedsinterview damals. Jetzt in der Zeit, wo ich nicht spielen kann, weil ich auf meinen Meniskus warte, da wird einem das eigentlich bewusst, was das für eine krasse Zeit war, weil ich habe das nie an mich rangelassen, weil ich wollte nicht in dieser emotionalen Phase drin stecken, wenn ich noch aktiv bin. Du hast gerade angesprochen, du wartest auf einen Meniskus. Also bei Benjamin Kösten ist wahrscheinlich weltweit einmalig, oder zumindest geht es in die Richtung. Auf jeden Fall ist es so, du hast ein großes Problem mit dem Meniskus, der wird nicht mehr heilen und du wartest jetzt auf einen Meniskus von einem Spender, oder habe ich das richtig, falsch verstanden? Ja, genau. Ich bin angemeldet für die Allograft-Therapie. Also das bedeutet, dass ich ein Leichenimplantat beantragt habe durch einen Organspender. Und es ist so, dass ich jetzt auf unbestimmte Zeit natürlich darauf warten muss, bis dieser Spender halt da ist. Und mein Meniskus ist so inoperabel oder ist nicht wiederherzustellen. Und der Knorpelschaden, der aktuell an der Stelle ist, kann nur quasi durch dieses Implantat aufgehalten werden. Also man könnte quasi jetzt den Knorpel operieren, jedoch würde das keinen Effekt haben, weil der es trotzdem immer weiter den Druck darauf erhöht. Aber das Ziel wäre dann quasi, eben, wenn du den Meniskus bekommst, dann kannst du dann wieder weiterspielen, also bist dann gesund, egal wie alt derjenige war, der den Meniskus gibt? Oder? Auch da gibt es natürlich Regeln. Also man kann mir jetzt von einem 80-Jährigen keinen Meniskus geben, weil der natürlich verschlissen ist. Man befindet sich aber auch nach dieser Operation in einem 6 bis 8 Monate langen Reha-Zeitraum und natürlich ist es darauf abgezielt, wieder aktiv zu werden. Man muss allerdings den Heilungsverlauf komplett abwarten. Aber ganz ehrlich, also ich bin da wirklich ehrlich, wenn ich wüsste, ich müsste jetzt ein Jahr warten oder vielleicht 2 Jahre warten, bis ich einen Meniskus bekomme, dann weiß ich, dass ich vielleicht noch mal ein Jahr warte, bis ich überhaupt fit bin. Wie motiviert man sich dann, um ja nochmal an diese Höchstleistung anzukommen? Ich habe immer so gearbeitet. Halb gab es nicht. Entweder ich kann oder ich kann nicht. Ich habe in meiner gesamten Laufbahn auch mal Spiele gespielt, denen hätte ich wahrscheinlich eher nicht spielen dürfen, weil ich so große Schmerzen oder Probleme hatte. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich dieses Spiel mir über die Woche verdient hatte. Und deswegen bin ich über Grenzen gegangen. Habe ja gesagt, vielleicht ist das auch der Grund. Aber das weiß man nicht. Ich habe mit Brüchen gespielt, ich habe mit Verstauchung gespielt, deswegen sieht der Finger ja auch so aus, ja, das ist halt so. Du bist positiv verrückter, ne? Da gibt es auch eine geile Geschichte zu. Ich sage irre. oder so. Da gibt es wirklich eine geile Geschichte zu. Du hast 2009 mit der zweiten Mannschaft von Dynamo Dresden den Sachsenpokal gewonnen und hast danach mit den Fans mit einer Pyroshow gefeiert. Ich glaube, mein Mikro fällt permanent aus, aber das ist nicht schlimm. Alles gut, Rede. Und du bist auf jeden Fall 2 Monate lang gesperrt worden, weil du mit den Fans gefeiert hast. Was ging da ab, bitte? Ja, es war verboten, das muss man halt sagen. Ich war jung, ich war besessen. Brauchtest du das Geld? Ich brauchte nicht das Geld, nein. Das hat man mir dann auch abgenommen. Also ich hatte ja auch noch eine 4.000 € Geldstrafe. Oh. Das musste ich auch noch bezahlen, ja. Und dann wurde ich auch intern im Verein nochmal gesperrt. Da ist alles in Ordnung. Das,
Ich war 22 Jahre alt, ich war fanatisch und ich habe es gemacht und ich bereue das deswegen, weil, also deswegen nur, weil es halt eben verboten ist, aber es kann niemand anders sagen und es war so eine Art Initialzündung. Danach gab es ja noch das häufiger, dass Spieler das gemacht haben, wurden aber nicht ganz so lange gesperrt wie ich. Du bist ja auch eine Dynamo Dresden, richtig, wir haben gerade das Foto gesehen, richtig eine Fan-Ikone geworden. Das liegt wahrscheinlich auch an solchen Aktionen. Welche Bedeutung hat Dynamo Dresden für dich? Ganz großer Teil meiner Vergangenheit und ich lebe in Dresden, ich fühle mich unheimlich wohl dort, die Menschen begegnen einem mit einem ungeheuren Respekt und ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich halt auch über die Jahre so aufgeopfert hat und das merken die Leute, wenn es ehrlich ist, authentisch ist und ich habe jedem den Respekt gezeigt, den ich selber auch gerne erwarte. Das ist im Fußball ein bisschen schwierig, weil man unten auf dem Feld steht, draußen sind 30.000 Zuschauer, man spielt nicht gut, all diese Dinge. Und Fußball ist nun mal ein Volkssport, er vereint alle sozialen Schichten, alle ethnischen Gruppen. Das ist schön, dass es so vielfältig sein kann. Und ich finde es schön, dass ich so einen Respekt entgegengebracht bekomme, nach meiner Zeit auch. Also an der Kasse oder im Restaurant oder die Leute vergessen nicht, was man für den Verein geleistet hat. Die wollen Autogramme. Auch das. Auf jeden Fall. Hauptsache auf der Quittung. Apropos, ich habe gerade übrigens auch eine Frage bekommen. Wir haben auch noch eine Frage von einem Zuschauer, aber kommen wir gleich dazu. Und zwar kam die Frage rein über Facebook, das Tor gegen Darmstadt, was abgepfiffen wurde. Wie hast du das gesehen? Also das ist jetzt so eine Frage, die ich reinbekommen habe. Ich habe es selbst nicht, also ich habe es nicht live gesehen, weil ich war beim Opernball, aber ich finde es katastrophal. Also ein reguläres Tor wegzunehmen mit einem Hilfsmittel, also mit einem Videoschiedsrichter, das hat einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Also mein Vater und ich, wir sind auch Gegner des VARs, weil es für mich einfach die Menschlichkeit des Spiels nimmt. Also wenn Fehler die zum Beispiel die Linie sehen, die kalibrierte Linie, das ist ja eine Katastrophe, ne? Ja, aber das sind so Sachen, also ich bin froh, dass es das in der Regionalliga nicht gibt. Ja, weil es, natürlich sagt der eine, wenn es um Abstieg geht oder wie letztes Jahr Cottbus um ein Tor, ja, das. Aber dann habe ich mir das auch nicht verdient, wenn es am Ende um ein Tor geht irgendwo. Dann hätte ich das irgendwo anders schießen müssen. Und genauso halte ich das auch in der Bundesliga. Es gibt Entscheidungen, die sind einfach so. Das ist manchmal Schicksal. Und dann wird das durch sowas, wird ein reguläres Tor weggenommen, ist für mich absolut unverständlich. Okay, wir haben noch eine andere Frage. Die haben wir hier irgendwo am Rechner. Martin, guck mal. Der guckt gerade. Und solange erzähle ich kurz, dass ich letztens über den VAR gelesen habe, dass diese kalibrierte Linie, dass sie das im Schnittraum in Köln, wo der ja ist, immer selber machen. Und das heißt, wann du die ansetzt, liegt im Ermessen des Schiedsrichters. So, und das ist ja eigentlich das Hauptding. So, wenn du eine Sekunde oder eine halbe Sekunde zu spät ansetzt, dann ist er natürlich im Abseits. Ja? Mario Gomez ist so das Paradebeispiel, dem, keine Ahnung, 5 Tore in 3 Spielen aberkannt wurden oder so in der Hinrunde. Völlig wahnsinnig. Ja, das war, aber da hast du kein Problem mit, weil du bist Torhüter. Bei dir ist es so, aber wobei Torlinientechnik, ach ja, das ist ja auch noch so eine Nummer. Aber gut, du hältst zum Glück nicht 1966, ne? Nee, das stimmt. Ja, die meisten wissen jetzt gar nicht, was da war, ne? Auf jeden Fall. Haben wir jetzt das Video da? Dann wird was einspielen. Martin? Martin? Sieht so aus. Martin, haben wir's? Wir haben technische Probleme. Aber ich kann kurz sagen, was in dem Video gesagt wurde. Der Jens hat uns das geschickt und er hat gefragt, wie geht man als Torhüter mit Anfeindungen um? Egal ob jetzt von gegnerischen Fans oder auch mal auf der Straße, wenn man ein Chemiefan vorbeiläuft oder sowas. Wie geht man damit um? Nimmt man das persönlich oder prallt das ab? Also prallt er ab oder prallt es bei dir ab? Also man muss ja auch immer unterscheiden. Es gibt den aktiven Spielbetrieb und es gibt das Leben außerhalb. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber Anfeindungen im Stadion, damit muss man umgehen. Als Torhüter sowieso, weil man natürlich hinter sich in der Regel 10.000, 15.000 Leute hat, wenn es ein paar Ligen höher ist. Dass da natürlich nicht einer dabei ist, der dich mag, das ist auch normal. Im Privatleben sollte sich das schon in einem gewissen Rahmen befinden, wo man auch konstruktiv mit Kritik einhergeht. Aber im Grunde genommen sage ich mal so, du bekommst Geld dafür, in einigen Ligen auch ziemlich viel. Und ich persönlich wurde ein einziges Mal von einem Dynamo-Fan mal wirklich am Trainingsplatz mal angemacht und da muss ich damals, war Nico Pellatz, Torhüter, hat mich sogar verteidigt, weil er halt gemerkt hat, es ist sehr ungerecht gewesen. Ich hatte damals eine sehr schwache Phase, da ein, zwei Spiele nicht wirklich gut gehalten und
da ist man dann auch schnell vom Publikumsliebling irgendwo in natürlich auch das Gesicht von einer ganz schlechten Phase. Das kann passieren, aber das prägt einen auch. Was macht man da, wenn man psychologisch mal Scheißspiele, sage ich auf gut Deutsch, hinter sich hat? Aber vorher war es super. Habe ich eine halbe Stunde noch länger trainiert, bis ich das Gefühl hatte, dass ich mich verbessert habe. Und das brauchte ich auch manchmal. Aber jeder Torhüter braucht auch diese Phase, dass es in dieses Tal geht, ganz klar. Denn daraus entwickelt sich auch dann Charakter, es entwickelt sich auch Qualität daraus. Und das ist auch wichtig. Und deswegen sage ich ja vorhin, junge Torhüter oder junge Spieler, dieses Gefühl, sich was zu erarbeiten oder auch mal an einer schlechten Situation zu wachsen, das ist sehr prägend. Und das sollte man auch nie vergessen, dass die Spieler, die jetzt aktuell zweite, erste Liga, dritte Liga spielen, dass die diese Entwicklung auch machen mussten. Durch die U23 und so weiter. Das ist halt nicht mehr so wie früher. Ich glaube, es ist ja nur heimlich wichtig, auch mal mit Misserfolg umzugehen. Ich glaube, dieses weichgespülte Thema, das ist immer schwierig. Das sprichst du mir im Prinzip aus dem Herzen. Aber apropos Herzen, was passiert denn eigentlich nach deiner Karriere? Hast du dir schon was überlegt? Ja, zum einen habe ich gerade aktuell ein Projekt in Dresden, Stadtgesicht heißt das, was für Sportler und für Schauspieler und so weiter eine Plattform ist, um schnell Anschluss in der Stadt zu finden mit lokalen Unternehmen, das zum einen. Zum anderen habe ich natürlich fest im Blick, Torwarttrainer zu werden, deswegen brauche ich auch diesen Meniskus. Ich kann aktuell nicht schießen, ich kann nicht springen, ich kann eigentlich bloß werfen. Ja, werfen kann. Okay. Also du hast ja eine Fußballschule, ne? Eine eigene Fußballschule. Nee, ich hatte eine Torwartschule, ja, die konnte ich aber aufgrund des Profitums bei Lok, was ich umgestellt habe vor 2 Jahren, diese Torwartschule nicht mehr betreiben. Aber das werde ich wieder aufnehmen, denn gerade konzeptionell ist es wichtig, dass ich mit vielen Torhütern arbeite, weil ich habe ja meine eigenen Ansichten und möchte die auch einfließen lassen. Dadurch, dass ich in Holland gespielt habe, die eine unheimlich gute Torwartschule haben und auch in Europa einen sehr, sehr guten Stand genießen. Ich war in den USA, habe dort die physische Ebene mitbekommen, wie Athleten dort trainieren und halt meine eigene Schule. Und ich glaube, die lässt sich sehr, sehr gut kombinieren. Wie kann man das kombinieren zum Beispiel, weil du gerade sagst, Schule und so weiter, was Kinder. Ihr habt ja auch, du und dein Vater habt ja zusammen auch eine Stiftung. Was macht ihr da genau? Wir sind für Kinder- und Jugendsport in Sachsen, aber auch punktuell überregional, hatten jetzt auch mal eine Spende für 1860 München. Wir haben viele Partner, die bei uns in Dresden uns einen gewissen Spendenfluss ermöglichen. Also meistens sind das Projekte, die die Unternehmen selber aufziehen. Wir nehmen dann das Geld und stecken das fast zu 100% in Projekte. Wir haben bloß einen ganz, ganz geringen Verwaltungsaufwand. Also wir sind quasi Zwei-Mann-Unternehmen, also Unternehmen sind eine gemeinnützige Organisation. Und wir haben aber allerdings auch eine sehr, sehr schöne Charity-Auktion bei eBay, wo wir Trikots von Spielern bekommen, die wir dann versteigern. Und das Schöne ist, dass ich mir da auch immer meine Kontakte ein bisschen zurechtlege, gerade wenn jetzt aus Amerika ein Trikot kommt oder jetzt hoffe ich bald von einem Nationalspieler, wo wir uns schon sehr freuen. Aber demnächst sind auf jeden Fall 2 Schalke-Trikots dabei von Nübel und Burgstaller. Zu 100% in die Stiftung gehen. Cool, also wir machen ja auch was für die Mukoviszidose. Für den Mukoviszidose-Verein haben wir auch viel Geld schon zusammenbekommen. Übrigens 423,19 € haben wir bisher am 5. Mai. Wenn Gregor Gysi in Dessau ist, werden wir das auch übergeben. Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen mehr dazu bekommen. Vielleicht habt ihr noch ein Trikot, dann können wir hier auch noch ein bisschen was verlosen und könnt es uns teilen oder sowas. Ich habe aktuell keins. Das tut mir sehr leid. Zumindest, also wir benutzen, also ich finde es immer schön, wenn es benutzte Trikots sind, weil man ersteigert ja die Geschichte dahinter. Ja. Und nicht den Stück Stoff. Und, aber wenn du mal sowas hast, dann ja, gerne, kommt auf mich. Wenn ich was habe, ja, dann, also ich jetzt, nee, wir müssen mal gucken, was wir da machen können, aber ich denke, da geht auf jeden Fall was. Du bist echt ein Tausendsasser. Bevor wir noch zum Abschlussspiel kommen, das Neues in diesem Jahr, eine letzte Frage, die viele Fans interessiert. Wie hoch sind die Chancen von Lok Leipzig mit Wolfgang Wolf aufzusteigen in Liga 3? Die sind, sagen wir mal so, Erster zu werden ist sehr hoch. Die Relegation gegen den Westen zu schaffen, ist speziell, aber ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr, die Chance war nie höher und die Jungs sind so gestärkt, die sind so stabil. Wenn ich hinten sehe, was ich für Büffel da in der Innenverteidigung habe, mit Urbi, mit Zicke, dann davor als Sechser mit Wolfi, der das übrigens super macht, auch wenn sein Vater Trainer ist. Ich weiß es ja selber, mein Vater war auch schon mal Trainer mir. Es ist wirklich, also ich hab eine tolle Mannschaft und dadurch, dass, habe ja erzählt, mein Reha-Zeitraum ermöglicht mir ja diese Saison sowieso nicht mehr einzugreifen,
bin ich schon auf Mallorca gespannt, was das für eine Fahrt ist. Wenn wir dann aufgestiegen sind, das wird brutal. Das ist immer super. Und es gibt eine Mega-Statistik. Es gibt nur ein Team aus der Regionalliga Nordost, das bei den Aufstiegs-Relegationsspielen es nicht geschafft hat. Das war die TSG Neustrelitz mit Thomas Brudaric als Trainer damals. Genau, richtig. Es ist ja auch mit Erfurt irgendwie alles anders schiefgegangen. So, Robert, du hast noch was. Das Abschlussspiel. Ja, damit man kurz und knappe Antworten. Ja. Ich zeig's nach vorne und dann, Benni, interessiert mich besonders. Du musst dich für eine A oder B, also... Wir stellen jetzt drei Fragen oder wie viele fünf, Fragen? Fünf habe ich vorbereitet. Und du musst einfach darauf antworten, was dir gerade einfällt. Ne? Genau. Bayern 04 Leverkusen oder 1. FC Köln? Bayer. Geil. Bist du verrückt, ey. Ja, klar, aber... Wo wir bei Anfeindungen sind, ne? Hier, das war das schlimmste Spiel. Ah, nee, das war das schönste Spiel. Das ganze Stadion gegen dich hast, ist super. Als du gegen Köln gespielt hast. In Köln. Also Köln hat mit uns gespielt. Wir haben, glaube ich, sehr hoch verloren, aber war ein geiles Spiel. Das ist super. Trainer oder TV-Experte? Jetzt muss er überlegen. Ja. Trainer. Trainer, okay. Na, da haben wir noch drei. Muss das Knie passen? Luxusurlaub oder Rucksacktour? Rucksacktour. Na, das wird mir noch sympathisch. Loge oder Fanblock? Fanblock. Na klar. Und die wichtigste Frage zum Schluss. Bier oder Gin Tonic? Gin Tonic. Super. Wunderbar, schön geantwortet und auch ganz wirklich schnell aus dem Bauch heraus. Wahrscheinlich wirst du morgen nochmal drüber nachdenken. Mensch, vielleicht hätte ich schon was. Ich musste ja deswegen nachdenken, weil Rucksacktour, ich war in Amerika, das war allerdings schon eine zweiwöchige Tour und die war geil. Also mit einem Auto, war aber irgendwo rucksackmäßig, weil wir keinen Plan hatten. Es war ja trotzdem teuer. Rucksacktour kann teuer sein. Ja, aber es war meine nachgeholten Flitterwochen, von daher. Oh, perfekt. Nichts ist so gut für meine Frau. Ja, also perfekt. Schöne Grüße an Bennys Frau. Ja, genau, danke, dass er hier sein darf. Martin, ich denke, die wird zugucken. Genau, Martin hat schon alles in die Hand genommen. Nämlich, jetzt kommen wir noch zum Spiel und da geht es um Geld. Da bitten wir dich ein bisschen mitzuwerfen und zwar Dartspiel. Für die es nicht wissen, wir spielen immer Dart nach der Sendung und da geht es pro Punkt um 10 Cent. Und zwar für den Mukoviszidose-Verein, wo es darum geht, kranke Kinder, die große Probleme haben, hier behandelt zu werden. Eine sehr, sehr schwierige Krankheit und das unterstützen wir. Da würde ich uns bitten oder euch bitten, einmal, dass wir mal aufstehen. Betty, du bist der Erste. Du hast ja natürlich auch den Wert des Ersten sozusagen. Genau, richtig. Wir versuchen, die 50 zu treffen. Also jeder Punkt zählt 10 Cent. Oh, okay. Wer zahlt denn das? Na, ich. Also, das Mikro nehmen, oder? Nein, ich kann das auch so. Oh. Ja, kann das auch so, ja. Nicht, dass du das Falsche wirfst. Triple zählt auch? Ja, reicht klar. Alles rein. Oh nein, das war einer. Das war eine 1. Oh, bitter, ja, ja. Aber er ist so nah am Runden. Komm, Willi, komm, mach's nochmal. Komm, ich geb's dir nochmal. Komm, einen hast du noch. Einen hast du noch, probiert. Aber das ist, weil ich die 1 bin. Ja, richtig, ist aber. Ja, stimmt, du bist immer. Ja, super, sehr gut. 20. Super. Ich oder? Dann mach ich. Auch 20, haben wir eine. Ja. 40, ich werfe noch und zwar auf die 5, da haben wir 46. Ich würde meinen Wurf gerne abgeben und zwar die einzige Dame heute hier in der Runde. Ah, komm ruhig her. Ja. Bevor ich alles kaputt werfe. Also 64 haben wir schon auf jeden Fall. Wie heißt du? Annalena. So, Annalena. Das ist die tolle Dame von Sachsenkick, die uns die Videos bereitgestellt hat. Vielen, vielen Dank. Eine ganz tolle Video-Expertin. So, Annalena, schau mal. Vier. Es sind 30, was haben wir? Wir haben 60, 5 Euro haben wir schon, 5 Euro. Sehr gut, so, dann haben wir es. Martin, du nicht eher? Ich hatte meinen abgegeben. Achso, alles klar. Komm, mach du noch. Nein, ich mach hier, noch schnell. 5 Euro haben wir schon. Jawohl, super. Und noch eine schöne 1. Sehr gut. Also, super. Sind wir bei 5 Euro. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank. Danke, Ben. Ja, ich könnte ruhig applaudieren. Jawohl, richtig, ja. Ja, wir sind schön am Ende. Und auch nochmal vielen Dank an unsere Gäste heute, die Jungs vom Podcast, die Dame und genau, richtig, ja. Alle, die hier im Heimaker sind. Benjamin Kirsten, super, schön, dass du da warst. Ja, geile Nummer. Du kommst nochmal wieder. Also wenn das wieder... Ne? Ja, ich hab Zeit. Ja, wunderbar. Nächste Woche übrigens, am 18. Februar, ist Roman Knobloch da und wir haben den Olympiastützpunkt bei uns und vor allen Dingen Marvin Schulte. Der Mann will zu Olympia. Schaltet ein oder kommt live vorbei. Nächsten Dienstag, 18. Februar um 19 Uhr und bleibt sportlich. Vielen Dank. Schöne Woche. Danke fürs Zusehen.